herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Und ja, wir sind immer noch hier am tiefen Lockern, haben genug Zeit ein bisschen zu telefonieren, so wie übrigens mit dem Cortez, mit dem muss ich auch nochmal telefonieren, weil ich habe immer noch kein Geld von der Sämaschine gesehen. Da muss ich mal nachhören. Demnächst. Weil ich hätte schon gern das Geld. Gerne. So. Ist ja auch noch so. Ich vermute mal, es werden schon noch so 30.000 oder so sein. Die Hälfte von dem Feld hier habe ich, glaube ich, inzwischen getiefenlockert. So viel ist es nicht mehr. Aber es zieht sich halt. Das Pachtfeld muss ich auch tiefenlockern. Und dann schauen wir mal weiter. Ich wollte wirklich mit dieser ganzen Agrargenossenschaftsgeschichte, wollte ich den zwei Höfen helfen. Ja? Ich wollte, dass die betriebsfähiger sind, dass die mehr Geld zur Verfügung haben, durch das, dass wir Geräte sparen, erstmal. Und auf dem zweiten Teil, durch die eingesparten Geräte, die weniger Betriebskosten sind, wären alle drei Höfe, auch ich, auch am Ende liquider. Das heißt, wir hätten einfach am Ende mehr davon. Und jetzt meint die Gemeinde, sie muss mich hier zum Buhmann machen. Das verstehe ich nicht. Weil, wenn die ganzen Höfe profitabler sind und mehr Geld verdienen, dann müssen die doch auch mehr Steuern zahlen. Aber das scheint die Gemeinde, der Gemeinderat, gerade irgendwie nicht zu checken. Und keiner von uns hat da einen wirklich großen Vorteil. Die anderen mit jeweils 1000 Euro in der Woche, ach komm, das ist ja nichts, das sind Peanuts. Sorry. Und ich mache sogar Minus mit der ganzen Geschichte. Ach, was ist denn jetzt los? Überlegen. Klingelingeling. Cordes? Jo, Cordes, was ist mit der Sämaschine nun? Er müsste sie schon veräußert haben. Wer? Er hat gesagt, das Geld müsste eigentlich schon da sein. Wer ist er? Ich dachte, du verkaufst die. Nee, das hat mein Chef gemacht. Er ist für Zahlen und so zuständig. Als ob der gerade nur irgendwelche Zahlen checkt. Also soweit ich weiß, hat er sie verkauft. Hm.
Hast du ihm auch gesagt, dass er aufs richtige Konto achten soll? Er hat gesagt, das Geld wird überwiesen. Okay. Der soll mich mal anrufen. Okay, das richte ich dir mal aus. Jo, bitte flott, danke, tschüss. Ja. Eieiei, ey. Was mir ans Bein pinkeln wollen, wo ich nichts tue und selber seinen Job nicht auf die Reihe kriegen. Das habe ich ja gern. Ja, der kann was hören, ey. Weißt du, ich war ja lang genug gut Freund mit ihm. Aber, so langsam bin ich ein bisschen stinkig auf ihn. Bei mir kam nämlich null Geld an. Ich kann noch mal gucken. Ich habe ja Anfang der Woche schon geguckt. Sorry, hier. Gestern waren es eigentlich 111. Aber da ist natürlich noch ein bisschen Betriebskosten weggegangen. Von dem her ist das in Ordnung. Aber es kam definitiv nichts dazu. Ah nee, Quatsch. Ich muss ja 5000 Euro Strafe zahlen. Baukosten. Baukosten? Warum hatte ich Baukosten? Was für Baukosten hatte ich denn? Aber ich wollte eigentlich den Ding noch vorbeibringen. Ich bin sogar am Überlegen, ob wir dem Neumann, ob ich einen Misstrauensantrag mache bei der Gemeinde. Gegen den Neumann. Dass wir dem seines Amtes entheben oder so. Als Gemeinderat. Weil was tut er denn für die Gemeinde? Weiß ich nicht. Spontan dürfen wir. Klingelingeling. So? Hallo? Ja. Ah, Jürgen? Ja. Ah, Servus, Folger hier. Wie geht's? Wie steht's? Gut. Ich krieg das die Woche mit dem LKW nicht mehr hin. Müssen wir auf nächste Woche irgendwann verschieben. Machen. Und Nägel? Hammer, was produziert? Zwei. Nee, ich glaube, irgendwann an die 19.000 Liter oder so. Wenn nicht sogar noch mehr. Ich dachte, du wolltest dich melden. Ja, würde ich dann jetzt. Hätte ich jetzt auch gemacht. Ja. Hätte ich jetzt auch behauptet. Hey, der Nee. Bimbo. Ich habe gehört, du machst ganz andere Dinge. Dann. Ja, so Fahrzeuge transportieren. Ja. Warum Ja. denn? Das war nur ein Gag. Ach so. Der hat voll die Hosen voll gehabt. Ja, hab ich gemerkt. Der stand schon zittrig neben seinen Schafen, wo ich da ankam. Mach doch sowas nicht, ey. Wir haben gerade nämlich so einen Trubel mit der Ja, Behörde. deswegen haben wir es ja, hab ich es ja auch gemacht. Der Win Arsch. sagt schon. Ja. Ich weiß auch nicht, was mit dem Neumann los ist. Ob der am falschen Glas getrunken hat oder so. Oh, keine Ahnung. Der wirft mir vor, ich würde schwarz arbeiten für eine Genossenschaft, wo er selber behauptet, dass sie noch gar nicht existiert.
Okay, da kann man schwarz arbeiten dann schon. Anscheinend schon. Das will er mir vorwerfen. Da sage ich, das, du behauptest doch gerade, die ist noch gar nicht angemeldet. Ja, du bist trotzdem, wenn du für die Genossenschaft arbeitest, ist es Schwarzarbeit. Ja. Was arbeite ich denn schwarz? Ich kriege nicht mal einen Cent von der Scheißgenossenschaft. Ganz im Gegenteil, wenn die existiert, bezahle ich sogar pro Monat 8000 Euro. Echt? Ja, weil die anderen dann Gehalt kriegen von mir. Ich habe Oh ja ja. einen null Vorteil davon. Okay. Könnt ihr die Nägel auch liefern? Momentan schlecht. Ja, nächste Woche irgendwann. Ja, auch schlecht, weil wir haben momentan richtig viel zu tun. Wir sind momentan alle Produktion am Befüllen. Ja, frag mich mal. Ja, habt ihr da nicht irgendwas bei mir in der Nähe, wo ihr auf dem Hinweg irgendwie Paletten rausschmeißen könnt? Die Nägel. Aber nicht auf die Straße. Könnten wir machen. Ja. Müssten noch zur Rasko runter. Ja, also, wenn er, da kommt er doch bei mir vorbei. Ja, wie viele Pläne willst du haben? Kommt drauf Alle, an, die was wir die. haben, oder? Kommt drauf an, was die kosten. Ja, sagst du dann nächste Woche Bescheid. Okay, gut. Dann richt mal Grüße an die Blaubeeren aus, ne? So mache ich. Die sollen, nö, alles gut. Ja, einfach Grüße. So, mache ich. Gut, bis dann mal. Tschö. So, tschüssi. Okay, das war alles nur ein Gag, dann ist er schon mal gut. Oh Mann. Haben sie ihn aber richtig dran gekriegt. So, gut, dann haben wir nächste Woche wieder Nägel. Das heißt, wir können ab nächste Woche auch wieder Leerpaletten herstellen. Ist super. Aber wie gesagt, der Metzger braucht dann auch wieder Leerpaletten. Und die anderen Produktionen muss ich dann auch wieder Gas geben. Und nun ja, jetzt bin ich dann mal froh, wenn hier das Feld fertig tiefenlocker ist. Und dann brauche ich wahrscheinlich auch einen Service. Ja. Kann ich nachher, wenn ich direkt, wenn das hier fertig ist, zum Jürgen fahren. Gut, ich muss natürlich auch gucken, dass wir jetzt in den nächsten 1 bis 2 Wochen. 1 bis 2. Ah, ich wollte gucken, was der Preis gerade für Mohn ist. Der ist im Keller, Alter. 550. 28, 24.000 Euro. Das ist nichts, ist das. Karotten. Karotten ist gut. 538. Könnte man ja fast einen Anhänger voll verkaufen. Warum ist die Produktivität nur 60%? Weil Stall nicht voll?
Weizen 50, Zuckerrüben 50 und Soja, Mais, Gerste auch 50, 40. Das checke ich jetzt nicht so recht. Okay, aber dafür kriegt man leider gerade Scheißgeld. Muss mal gucken. Wahrscheinlich werde ich dann auf beide Felder bei mir Dinkel draufhauen. Und hoffen, dass wir da einen guten Preis erzielen. Aber das gucken wir dann nächste Woche, falls der Herr Grüger auch Platz hat, oder Zeit hat, oder ein Gerät hat, um die Aussaat zu übernehmen. Ich bedanke mich bei euch erstmal fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like, Abo oder einen Kommentar freuen. Und bis morgen. Tschüss.